Hallo, guten Tag, herzlich willkommen bei Wortfilter. Mein Name ist Benedikt Kluth. Heute gibt es wieder einen spannenden Live-Talk zwischen Marc Steyer und Christian Salzer von der Berlin Brands Group, BBG auch genannt. Heute geht es wieder darum, wie verkaufe ich erfolgreich mein Amazon oder mein D2C-Business, also Direct to Customer, also direkt zum Kunden. Themen, die heute angesprochen werden, sind, was es für Wachstumsfallen für Amazon D2C-Seller gibt, wie man sein eigenes Business schnell skalieren kann, ob Pimp My Business zum Verkauf notwendig ist und wie viel tatsächlich nach einem Verkauf hängen bleibt. Ebenfalls konnten wieder Zuschauerfragen gestellt werden, die beantwortet wurden. Wenn ihr nächstes Mal auch live dabei sein wollt und Fragen stellen möchtet, dann sehr gerne, dann folgt Marc Steyer auf seiner Facebook-Seite, auf die mit Marc Steyer bloggt. Und in der Beschreibung findet ihr dazu auch den Link direkt. Also, los geht's, viel Spaß, lehnt euch zurück. Eine Stunde Unterhaltung und Bildung. Einer sicher der größten Marktplatzexperten, den wir haben in Europa. 2012, größter Marktplatzhändler bei eBay Motors. Ich habe rund zwischen 30.000 und 45.000 Transaktionen pro Monat abgewickelt. Ja, herzlich willkommen zur Folge 7, erfolgreich mein Amazon oder auch D2C-Business verkaufen. Und ja, nach wie vor als Partner, das wird auch immer in den Folgen so bleiben, habe ich die zwei Menschen von BBG, den Christian Salzer und den Malte Kastan. Der Malte, der scheint noch ein bisschen hinten dran zu hängen, liegt wahrscheinlich daran, dass er noch in einem Call ist und mit einem potenziellen Verkäufer gerade verhandelt. Das finde ich im Übrigen auch recht spannend. Wenn ihr gleich Fragen habt, fragt durchaus den Malte einmal richtig aus, was so seine Erfahrungen sind aus seinen ganzen Gesprächen. Denn das scheint mir in der Tat so eine ganz, ganz spektakuläre Sache zu sein. Da kann da recht viel zu sagen. Ja, grundsätzlich auch. Bitte, ihr könnt hier Fragen stellen, wie ihr wollt. Ganz, ganz fleißig. Und eure Fragen sind immer vor allem. Also das heißt, eure Fragen gehen immer vor unseren Themen. Ja, Christian, jetzt bist du als einziger da. Malte schreibt mir, er kommt nicht rein. Vielleicht magst du ihm nochmal den Link schicken. Er hat den Link eigentlich, aber er sagt, er kommt über den Link nicht rein. Vielleicht schickst du ihm magst du ihm einfach nochmal schicken. Dann. Also ich kann die Zeit schon nutzen, um mich vorzustellen. Alles klar, dann mach das. Genau, also hallo zusammen. Ich freue mich auch wieder hier zu sein. Mein Name ist Christian Salzer. Bin bei der BBG als Managing Director für Global Expansion tätig. Das heißt, dass wir und ich mit unserem Team dafür sorgen, dass BBG auch, sag ich mal, anorganisch wächst und natürlich auch in anderen Ländern. Und das natürlich hauptsächlich durch M&A, sprich durch Zukäufe von neuen Marken. Und für diesen Bereich bin ich zuständig. Das mache ich gemeinsam mit dem Kollegen Malte Kastan, der sich gleich selber vorstellt. Mein Background ist, sage ich mal, ich komme eigentlich aus oder habe drei verschiedene Dinge in meinem Leben viel gemacht. Das erste ist Consumer Marketing. Ich habe 13 Jahre bei Colgate gearbeitet, davon 8 Jahre in den USA. Bin dann zurück nach Deutschland, habe dann für eine japanische Firma eine europäische Business Unit geleitet für Olympus. Das waren so meine Konsumgüter-Marketing-Erfahrungen. Dann bin ich 2014 in den E-Commerce-Bereich gewechselt, habe Forum24 mit aufgebaut als Chief Merchandising Officer und bin danach dann zu Urbanara als CEO. Urbanara haben wir dann verkauft und ist inzwischen Teil der Social Chain. Und natürlich im letzten Teil meiner Karriere bei Home24 als auch bei Urbanara habe ich sehr, sehr viele Finanzthemen gemacht. Also Einbringungen von, natürlich Finanzierungen, Einbringungen in eine AG plus, sag ich mal, für eine AG weitere Unternehmen aufzukaufen, zu bewerten. Und auch, sag ich mal, die letzten Jahre habe ich parallel mit einigen Internet-Entrepreneuren versucht und Marken aufgekauft, Unternehmen aufgekauft. Und jetzt versuche ich all das zu verbinden, sozusagen mein Marketing und Branding, meine Marketing- und Branding-Erfahrung mit der E-Commerce-Erfahrung und mit der Finanzerfahrung hier bei BBG einzusetzen und bin auf der Suche nach spannenden, tollen Gründern und tollen Marken,
die Lust haben, die BBG-Family zu kommen. Natürlich mehr die Marken als die Gründer, aber die Produkte, die wir aufnehmen können und die dann in neue Sphären führen können. Genau, das Ganze haben wir auch begonnen. Ich rede einfach mal ein bisschen weiter, während Marc noch probiert, den Malte reinzubekommen. Das Ganze haben wir begonnen vor knapp 4 Monaten. Also wir haben natürlich schon viel, viel länger die Vorarbeiten gemacht, aber sind jetzt seit 4 Monaten aktiv am Markt und haben auch schon fleißig eingekauft. Also wir haben jetzt schon deutlich mehr als 2 Hände voll an Marken akquiriert. Beziehungsweise bei uns in der Phase, dass wir sie jetzt zeitnah akquirieren, da muss man ja auch immer noch unterscheiden, können wir nachher gerne nochmal tiefer drauf eingehen. Und ja, und das macht richtig viel Spaß und wir lernen ganz viele tolle Marken kennen. Insofern freue ich mich damit, euch auch auszutauschen. Bitte stellt viele, viele Fragen. Das macht das Ganze viel interessanter. Und dann hoffen wir, dass der Malte es irgendwann auch noch schafft und dass der Marc sich dann noch den Fragen widmen kann, damit ich hier nicht einen Monolog halten muss für eine ganze Stunde. Ja, wir haben noch keine Fragen. Ich habe Malte jetzt nochmal einen neuen Link zugeschickt. Also wenn er jetzt das schafft, dann schafft das. Und wenn er es dann nicht schafft, dann schafft er es halt nicht. Christian, dann müssen wir es halt gemeinsam. Müssen wir es halt gemeinsam rocken. Ja, das Erste, was ich als Frage vorgesehen hatte, war ja, was gibt es Neues aus dem Markt, aus der Gerüchteküche, der Flurfunk? Was sagen die Wettbewerber? Klar, so richtig alles willst du da wahrscheinlich nicht sagen, aber man hört ja schon einiges. Ja, ich glaube, was glaube ich kein Geheimnis ist, dass es natürlich immer mehr Neugründungen in dem Thema gibt. Also sei es nun in Europa als auch auf anderen Kontinenten wirklich und auch in anderen Ländern wie beispielsweise Japan. Da geht es jetzt auch ganz fleißig hin und her mit Neugründungen. Und natürlich ist es auch kein Geheimnis, dass die Großen auch immer größere Gelder einsammeln. Und auch viele kleinere jetzt kommen und sich versuchen, in Nischen reinzusetzen. Also da gibt es beispielsweise welche, die konzentrieren sich jetzt nur auf Food. Oder es gibt auch viele Aufkäufer, die sagen jetzt, hey, das Modell funktioniert ja bei Amazon. Warum funktioniert das denn nicht auch für Direct-to-Consumer-Brands? Das heißt, es gibt dann, sag ich mal, Ableger, die dann versuchen, bestimmte Kategorien zu belegen, bestimmte Länder zu belegen. Bestimmte Umsatzgrößen gibt es auch inzwischen, dass viele oder einige sagen, pass mal auf, ich kaufe jetzt die kleineren auf, weil die größeren, da ist der Markt besetzt und dann kann ich denen helfen. Und natürlich Kategorien und dann natürlich das ganze Geschäft mit Direct-to-Consumer, also sprich so Aggregatoren von Webshops sozusagen, statt jetzt Aggregatoren von Amazon. Also das sind so die großen Themen, die wir gerade sehen. Und natürlich immer noch mit sehr, sehr viel Geld im Markt. Aber ich glaube, je mehr wir das machen und auch je mehr Gründern und Brands wir sprechen, desto öfters bekommen wir eigentlich auch das Feedback, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass viele auch an uns verkaufen wollen aufgrund unserer Plattform und auch aufgrund unseres Track Records, den wir vorweisen. Okay, dann kommen wir mal mit den Gerüchten rum. Also was ich ja so ganz, ganz spektakulär finde, ist, dass man sich im Augenblick erzählt, dass Razer so ein bisschen auf die Bremse gedrückt hat, weil denen einige übernommene Accounts um die Ohren geflogen sind. Also sprich, das sind Informationen, die habe ich jetzt tatsächlich auch aus dem Dunstkreis von Amazon, dass es da so die ein oder anderen Herausforderungen gibt. Ich meine, gut, das kann man jetzt böse oder nicht böse interpretieren. Ich finde es halt unter dem Gesichtspunkt spannend, und das auch ganz neutral, dass offensichtlich da die Erfahrung im Umgang mit der Integration von vielen Accounts fehlt, weil ansonsten wären sie wahrscheinlich nicht um die Ohren geflogen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Das ist aber auch hier scheinbar der Kontakt oder der belastbare Kontakt nach Amazon oder in den Amazon-Konzern hinein fehlt. Auch sonst hätte das normalerweise nicht passieren dürfen. Und ob jetzt was da dran ist, dass man auf die Bremse gedrückt hat, ich kann es nicht sagen. Das weiß ich nicht. Das ist, wie schon gesagt, das ist Gerüchteküche. Was ich aber halt auch noch
ja immer noch so sehr bedenklich finde. Mir fehlen im gesamten Markt die Erfolgsgeschichten, dass eine Marke inklusive Lager, inklusive Logistik wirklich ganz sauber integriert worden ist. Ich glaube, die letzte Meldung, die kam von, ich glaube, Seller X, ich bin mir nicht ganz sicher, oder Razer auch, dass sie sich einen Fulfillment-Anbieter als Partner beschafft haben, um halt überhaupt selbst zu lagern. Allein, dass sie einen Fulfiller beauftragen, ist auch schon ein Statement, auch schon eine Aussage, denn das bedeutet nichts anderes als, wir müssen diesen Service einkaufen, wir sind selbst nicht in der Lage, eine eigene Logistik zu betreiben. Und das, ja, ich finde also, das ja immer ich, so, man ja. meine, die können, Genau, also ich kann da vielleicht was zu sagen. Also die Gerüchte habe ich auch gehört, möchte dazu aber ehrlich gesagt nichts sagen, weil ich nicht weiß, ob sie stimmen. Ich kann es mir aber vorstellen, ob das nun der eine oder andere gewesen sein, aber weiß ich auch nicht. Aber sicherlich, sage ich mal so, es würde mich nicht überraschen, wenn es von den jungen Sellern und Aufkäufern, also Seller-Aufkäufern, die es jetzt am Markt gibt, das passiert und nicht nur einmal passiert ist, dass irgendwelche Accounts gesperrt sind oder Artikel gesperrt sind oder vielleicht sogar auch längere Out-of-Stock-Perioden es gibt, weil irgendwas schiefgelaufen ist in der Supply Chain. Oder vielleicht auch mit dem Listing oder mit Customer Service Tickets etc. etc. Ich glaube, das, was alle merken und das, was viele auch wertschätzen an der BBG, ist, dass es halt doch eine gewisse Komplexität ist, mit der man hier umgeht. Es liest sich einfach. Ich kaufe irgendwie einen Amazon FBA-Seller. Amazon macht die Logistik. Ich übernehme nur das Listing, mache irgendwie hübschere Bilder und hübscheren Content und auf einmal irgendwie explodieren die Zahlen nach oben und alle haben irgendwie den riesen Return. So einfach ist es halt nicht und das lässt sich auch nicht nur mit irgendwie Investment-Banking-Skills heilen im Sinne von, ich weiß, wie ich ein Unternehmen kaufe, sondern ich muss halt auch wissen, wie ich es operativ führe. Und die Herausforderung einer Logistik und einer Logistik aufzuführen, haben wir auch mit einer Schmerzphase durchgemacht. Das ist auch kein Geheimnis, dass PBG in 2018, als wir das eigene Lager betrieben haben, ging es uns auch nicht so gut. Und das hat uns auch, sage ich mal, viel Kraft gekostet, da durchzugehen. Jetzt haben wir es aber auf einer Art und Weise, sage ich mal, operieren können und verbessern können, dass wir jetzt in der Lage sind, einfach ganz einfach Artikel und sortierte Hersteller, Kategorien, Komplexitäten, Paketgrößen und auch Lieferarten wie von Ein-Mann- und Zwei-Mann-Händling und so weiter zu ergänzen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch auch mit anderen Sellern auseinandersetzt. Ich würde auf der einen Seite mir immer angucken, wie wichtig und wie sicher ist auch diese Stabilität, dass das Geld auch wirklich ankommt. Und auf der anderen Seite, insbesondere wenn ich eine Earnout-Komponente habe, können die das eigentlich wirklich operativ führen. Da ist nämlich der Punkt. Es ist im Prinzip scheißegal, wenn du deine Bude verkaufst oder deine Marke verkaufst, dann hast du erstmal die Kohle auf dem Konto. Und was auf der anderen Seite dann im Nachlauf damit passiert, ist erst einmal egal. Aber nahezu alle Deals sehen halt vor, dass du eine Earnout-Phase hast. Und wenn da nicht klar ist, dass dein Käufer sauber operieren kann, hast du eine große Herausforderung, weil das geht dann tatsächlich zu Lasten deiner eigenen Problematik. Und hier stelle ich mir deine Geldbörse. Und hier stelle ich mir die Frage, wenn du jetzt eine Earnout-Phase halt hast und dir fliegt dein alter Account oder deine alten Listings um die Ohren, wie wird das vergütet? Und wie ist das denn dann in den Verträgen überhaupt zu bewerten? Finde ich ein mördererhebliches Risiko, was geklärt werden müsste. Ja, also die viele von den Sellern haben, oder von den Aufkäufern, ich denke, ich sage mal Sellern, aber ich denke mal an Seller X, aber viele von den Aufkäufern haben eine ähnliche Struktur und die sagt halt, dass du als Gründer sozusagen von den nach dem Verkauf natürlich von dem weiteren Erfolg auch profitieren sollst. Ist auch eigentlich eine super Sache. Das heißt, wenn die Marke skaliert, kannst du irgendwie noch mit verdienen und auch minimiert so ein bisschen das Risiko auch für den Aufkäufer, weil es kann ja auch sein, dass irgendein Gründer sagt, komm, hier verkaufe ich dir, ist eigentlich Mist,
aber wenn ich es dir verkauft habe, ist ja egal, weil dann interessiert es mich nicht, ob es noch weiterläuft oder nicht. Das heißt, für uns Aufkäufer ist es auch, sage ich mal, wichtig, dass es diese Earn-Up-Phase gibt, weil sie natürlich uns auch Vertrauen schenkt, weil ihr sozusagen auch an den Earn-Up glaubt. Was aber ganz interessant ist, ist, dass ganz, ganz viele von den Aufkäufern den Earn-Up so strukturiert haben, dass es dort auch bestimmte Korridore gibt. Und wenn ich unter diese Korridore falle, das heißt, ich habe ein stabiles Basisgeschäft und wenn ich jetzt aufgrund von vielleicht Missmanagement des Aufkäufers darunter falle, dann gibt es gar nichts. Auch nicht mal einen Anteil, sondern gar nichts. Bei BBG, wir haben das anders gelöst. Wir haben das, dass wir den Earn-Up sozusagen immer prozentual zum Umsatz beziehungsweise Gewinn, das ist so eine bisschen, das ist auch eine einfache Formel, aber wir, sage ich mal, machen das sehr, sehr transparent und ihr profitiert so oder so und bei uns besteht nicht die Gefahr, dass ihr unter so einen Korridor fallt und dann da steht und euch wundert, warum kommt denn da jetzt nichts fürs letzte Jahr und dann euch vielleicht erklären lassen müsst, dass das nicht kommt, weil das Account 3 Monate gesperrt war oder weil sie vergessen hatten zu bestellen oder nicht rechtzeitig bestellt haben oder die Container nicht aus China rausbekommen haben, etc. etc. Und dieses Risiko gibt es bei uns zumindest schon mal nicht und ich glaube, da würde ich auch extrem darauf achten und insbesondere dann die Klauseln regeln, an welchen Korridoren, also an welchen Grenzen ist denn dieser Earn-Up wirklich gebunden. Ja, in der Tat. Also das finde ich auch eine extremst spannende Geschichte. Ja, jetzt ist leider der Malte nicht da. Der wird wohl auch nicht kommen. Der ist als Zuschauer mit dabei. Warum auch immer dieses Problem ist. Im Übrigen, das nächste Mal vielleicht Vorschlag in uns in die Dreierrunde, 10 Minuten vorher. Wenn man technisch noch nicht so versiert ist, dann muss man das noch ein bisschen üben. Ja. Entschuldigung, war jetzt eine Steilvorlage für mich. Ich gebe gerne an den Malte weiter, ja. Ja. Wachstumsfalle. Finde ich so auch relativ spannend, weil ich finde ja in diesem ganzen Amazon FBA-Verkauf Business, beziehungsweise auch im D2C-Business, da ist ja nicht unbedingt, dass ich gebe etwas ab und habe es nicht mehr, sondern ich habe auch eine enorme Chance, weil wir alle mit unserem Unternehmen, ich damals mit meinem auch, Malte wahrscheinlich mit seinem ehemaligen Unternehmen auch, wie auch viele andere Seller, kommen an einem gewissen Punkt zu einer entscheidenden Phase, wo aus ganz, ganz vielen Gründen anfängt, das Wachstum zu stocken. Wie siehst du das? Oder wie würdest du das beschreiben? Ich sehe das genauso und ich habe es auch in verschiedenen Ebenen auch schon erlebt. Das ist ein Riesenthema. Ne? Und es gibt immer diese Hürde. Ich würde sagen, so, man muss einmal über die eine kommen, dann muss man einmal über die 5 kommen, und dann muss man einmal über die 20 kommen. Und danach kommt wahrscheinlich nochmal so eine kleinere bei 40, 50. Und für jede dieser Hürden braucht man ein bestimmtes Skillset. Und man braucht auch Kapital, um da überhaupt drüber zu kommen. Und man braucht sicherlich auch hier und da ein bisschen Rückenwind oder auch Glück. Ich glaube, was wir jetzt alle erlebt haben, ist, dass auch aufgrund von Corona haben wir eigentlich, die auf Amazon unterwegs sind, haben ja alle irgendwie Out-of-Stock-Probleme. Das heißt, wir können eigentlich die Preise nicht früh genug angehoben haben, um dann sozusagen zumindest den Profit doch zu maximieren. Aber im Grunde genommen war die Nachfrage extrem hoch im Online und so richtig viele, die ins Stock geraten sind, gab es ja eigentlich gar nicht. Wenn man sich aber den E-Commerce-Markt vor Corona anguckt, gab es schon einige, insbesondere Direct-to-Consumer-Player im E-Commerce-Bereich, die ja lange auch Verluste geschoben haben. Und warum haben die diese Verluste geschoben? Weil sie erstmal Anfangsfinanzierung brauchen, um diese Komplexität überhaupt zu überwinden und um die Infrastruktur aufzubauen, auch um gewisse Umsatzhürden überhaupt nehmen zu können. Als ich beispielsweise bei Obernara war, fangen wir bei Home24 an. Bei Home24, als ich ankam, waren wir, glaube ich, schon so bei 150 Millionen, sind dann relativ schnell auf über 300, 350 gewachsen. Es ging gut, hatten wir natürlich extreme Wachstumsschmerzen, weil irgendwie Lager war zu klein, Kapazitäten gab es zu wenig, gab zu wenig gute
Auslieferer, die zuverlässig die Ware liefern konnten. Und es gab natürlich auch zu viele Retourenwaren, die angekarrt wurden in unser Lager, wo wir gar nicht wussten, was sollen wir damit machen. Die konnten wir teilweise sogar noch nicht mehr in ganz Deutschland. In ganz Deutschland war dann irgendwann nicht mal groß genug, um diese Retouren loszuwerden. Das waren so, bei 100 Millionen war das die Schwierigkeiten. Bei Urbanara war es so, dass wir auch gewachsen haben. Ich brauchte für, das war Direct-to-Consumer-Modell, ich brauchte für bestimmte Tätigkeiten natürlich Experten. Die kosten Geld. Wir brauchen Facebook, Pinterest haben wir relativ viel gemacht. Dann haben wir sehr, sehr, sehr viel natürlich über Marken, Newsletter gemacht. Das heißt, du brauchst einen Newsletter-Experte, brauchst einen, sag ich mal, wir haben ja noch Direct-to-Consumer, so eine Bildsprache, noch viel, viel wichtiger als bei Amazon. Brauchen diese ganzen Tätigkeiten. Und dazu, was brauchen wir noch, um zu wachsen? Wir brauchen Ware. So, wenn du dann aber irgendwann mal schief liegst mit der Ware, dann kannst du, da hast du da eine schöne Umsatzplanung, bestellst irgendwie reichlich ein und hast da eine Cashplanung, so dass du noch einen Puffer hast. Aber wenn dann das eine Produkt mal sich nicht verkauft und die anderen verkaufen sich besser, dann hast du vielleicht gar kein Geld da, um das nachzubestellen, was sich gut verkauft. Und das ist ein Luxusproblem, was, glaube ich, viele zurzeit, oder das ist ein Problem, was viele zurzeit nicht haben, weil es so gut läuft und weil sich eigentlich alles verkauft. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn irgendwann mal die Läden wieder aufmachen, dass einige dann auch sich vielleicht ein bisschen verhoben haben und dann dieses Working Capital, das Inventar so viel Geld abnimmt, dass der ein oder andere in Schwierigkeiten kommt. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Und auch nicht zu unterschätzen ist, dass man die Infrastruktur aufbauen muss. Man muss investieren in Ware, in Personal. Das heißt, das Risiko wird immer höher. Die Wetten werden auch immer höher. Und wenn dann so eine Wette mal nicht aufgeht, dann wird es halt auch irgendwann mal richtig teuer. Und ich kenne das auch aus den Verhandlungen mit den Banken, wo die dann sagen, ja, zeig mal deine BWA. Ach, ist ja gut. Ja klar, können wir dir hier. Du willst 500.000 haben? Gar kein Problem. Guck mal, unterschreib mal hier. Und im Kleingedruckten steht dann, ja, guck mal hier, der Christian mit seinem Haus, mit seinem Hof, mit seinem Hund, mit seinem Auto, nämlich mit allem. Und ich glaube, dass wenn ihr gerade so Richtung 25 Millionen mal gehen wollt und euch eine Bankenfinanzierung holen wollt, dann achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr dann so eine gewisse Firewall da einzieht, damit ihr euch nicht nackig macht. Weil ich habe beispielsweise auch in meiner vorherigen Position, haben wir auch Firmen aus der Insolvenz rausgekauft und da haben wir es gesehen. Da lagen die Nerven bei den Leuten brach und bei den Händlern brach. Einigen von denen geht es auch inzwischen wieder sehr, sehr gut. Aber lacht brach, weil die halt mit ihrem kompletten Privatvermögen für die Wetten gehaftet haben, die sie bei Produkteinkäufen gemacht haben. Und insofern, das Wachstum ist möglich, aber es ist auch mit Risiko verbunden. Ich denke auch ganz ehrlich, also ich schiebe jetzt erstmal eine Frage, ich finde das Thema extrem spannend. Also ich würde, da wird da noch was drin bleiben. Ich schiebe aber mal kurz eine Frage ein von David AQ. Wie viel Prozent des Gesamtvolumen macht der Earn-Up eigentlich aus, circa? Beziehungsweise nach welcher Formel berechnet ihr den? Ja. Ja, also diese Berechnungsfrage, die hatten wir schon ganz oft. Vielleicht nehme ich die mal vorweg. Es gibt Leute, die berechnen auf den Umsatz, also EBITDA mit, nicht Umsatz, EBITDA-Multiple. Entschuldigung, man kann auch über einen Umsatz-Multiple rechnen, aber das macht kein Mensch. Das macht man bei Börsenbewertungen, kann man sagen, guck mal, die haben Umsatz-Multiple und ein EBITDA-Multiple von hier. Aber generell rechnen eigentlich alle unsere Wettbewerber mit Multiples auf dem bestehenden Business. Wir rechnen ein bisschen anders. Wir gucken uns wirklich das Sortiment an und haben dann unser, nennt sich bei uns intern PC, also Profit Contribution Modell, wo wir uns angucken, was glauben wir, was können diese Artikel in den anderen Kanälen generieren. Und da kommt dann eine Umsatzzahl raus, da kommt ein Profitzahl raus. Wir benchmarken dann auch beispielsweise die Kosten. Wir haben Annahmen dahinter, was kostet uns das, diese Produkte nach Frankreich zu verschicken, nach Spanien zu verschicken, nach England zu verschicken. Was haben wir für einen Country Mix? Und da kommt dann ein Business Case raus und mit dem gehen wir rein. Oder sagen wir so, da kommt ein Business Case raus, den können wir bewerten und damit und dann anhand dieser Daten geben wir ein Angebot ab. Das heißt, es ist, natürlich gucken wir uns auch die Gewinnsituation, das ist ein bisschen anders, als das die anderen Leute machen. So. Und insofern einfach mal googeln, welche Korridore gibt es da beim EBITDA. Da findet man relativ viel online. Wir machen es halt ein bisschen anders. Und es ging jetzt aber auch im Wesentlichen um die Earn-Up-Phase. Genau, also da komme ich jetzt zu. Genau. Und die Earn-Up-Phase ist,
Also ich würde mal sagen, das kann alles von irgendwie, also ich würde mal sagen, die meisten würden wahrscheinlich anbieten zwischen irgendwie 50% Earn-Up und das kann auch mal runtergehen auf 30% Earn-Up, aber ungefähr in der Größenordnung, damit solltet ihr rechnen. Das ist das, was ungefähr später kommt. Und dann liegt es natürlich immer noch daran, wie verhandelt man das, was ist möglich bei den Aufkäufern oder auch bei uns und wie schnell glauben wir daran und was und auch, ja, wie wollen wir das strukturieren? Und da gibt es sicherlich so einen kleinen Korridor, aber das ist ungefähr die Größenordnung. Danke dir. Ja, nochmal, wir sind jetzt zu 27 quasi unter uns. Wenn ihr Fragen habt, bitte scheut nicht. Eure Fragen gehen, sofern es irgendwie möglich ist, immer vor. Und eigentlich ist auch die Kernidee dieser Sessions, zwar Themen vorzuschlagen, aber halt euch einfach Fragen zu beantworten. Wir waren jetzt eben noch stehen geblieben, wir werden heute wohl auch überziehen, wir waren jetzt eben noch stehen geblieben bei der Wachstumsfalle. Ja, ich würde die selber sogar schon noch viel früher sehen und auch erstmal auch in der, so hart es jetzt auch klingen mag, auch in der Unternehmerpersönlichkeit. Ich meine, wir alle neigen dazu, Risiko zu vermeiden. Jetzt kommt direkt eine Frage rein. Christian, an dich. Wen würdest du als den stärksten Wettbewerber von BBG bezeichnen? Und wie unterscheidet ihr euch von denen? Schöne Frage. Gute Frage. Ja, Frederik, also, ganz klasse. Ich glaube, dass der größte und stärkste Wettbewerber ist ganz klar Thrasio. Die haben auch ein tolles Team, sind sehr international unterwegs, haben inzwischen es bewiesen, dass sie es können. Das heißt, sie haben somit auch das Vertrauen der Seller, also sprich der Gründer. Haben die es bewiesen? Also die haben es in Amerika bewiesen. In den USA haben sie es bewiesen. In den USA haben sie es bewiesen, genau. In den USA, genau. Und haben natürlich deshalb auch, sage ich mal, was so das Financial Standing angeht und auch was die Zahlen, die sie bekannt geben können, in dem Sinne von, was sie geraced haben und wie viel Geld sie wieder aufgesammelt haben, ist das natürlich schon irgendwie eine beachtliche Größe. Und ich glaube, dass das und in Amerika, ich glaube, so durch Content Marken irgendwie so ein bisschen hübscher machen, aufpäppeln, aufpimpen, das können die. Also das haben sie bewiesen. Ich glaube, wovor die auch Respekt haben, ist Europa. Das sieht man auch in deren Aktivitäten. Also das ist jetzt, wenn man das so vergleicht, wo kaufen die eigentlich dazu? Die kaufen viel, viel mehr in den USA dazu als in Deutschland. Das ist auch nicht irgendwie verhältnismäßig, kann man das auch, das ist zumindest das, was wir hören, nicht vergleichen. Und wir sind ab und zu natürlich auch mit denen in Wettbewerb, aber das ist ehrlich gesagt gar nicht so oft. Was unterscheidet uns? Ich glaube, dass wir und wahrscheinlich, muss man ganz wahrscheinlich auch sagen, natürlich verstehen die wahrscheinlich den US-Markt natürlich besser als wir. Ne? Aber wir sind auch im US-Markt unterwegs und wir sind auch erfolgreich. Aber natürlich sind die aufgrund ihrer Größe wahrscheinlich dort, haben die da ein starkes Teampunkt. Was uns unterscheidet, ist, dass wir und ihr, wenn ihr zu uns kommt, mit uns im ersten Schritt Europa erobern könnt und dass wir eure Artikel in ganz Europa erfolgreich machen können und nicht nur auf Amazon, sondern auch außerhalb von Amazon, bei Otto, eBay, Manu, Bol, wie sie alle heißen und auch unseren eigenen Webshop. Wir machen ungefähr 40% unseres Umsatzes mit Amazon und nur 14% sogar mit Amazon.de. Das heißt, wenn wir so einen Käufer von Amazon.de rein Amazon.de-Seller nehmen, können wir dann natürlich auf ein ganz anderes Niveau hieven. Und davon kann er natürlich auch profitieren mit einer Partizipation beim Earn-Up. Und ich glaube, das unterscheidet uns. Das, was uns auch unterscheidet, ist, dass wir ein Lager haben und dass wir sozusagen die Logistik haben und das selber abbilden können. Das heißt, das stört uns manchmal gar nicht, dass es irgendwie vielleicht nicht genug FBA-Kapazität geht oder wie kriege ich es jetzt auf unsere anderen Marktplätze, ne? Weil du musst ja auch, wenn wir ein Produkt nehmen und dann eskalieren, muss es ja auch irgendwie dann zum Kunden kommen. Das macht natürlich nicht nur Amazon, sondern das können auch wir. Und ich glaube, da haben wir auch wiederum sehr, 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 sehr starken Vorteil. Und dann haben wir natürlich auch in Osteuropa einen sehr, sehr starken Footprint mit sehr, sehr vielen
Ländern. Wir sind auf 28 Ländern insgesamt aktiv, dadurch auch viele natürlich in Westeuropa, auch ganz viele in Osteuropa. Dort in Osteuropa gibt es Marketplaces, nicht so viele Marketplace-Anbieter wie hier. Das heißt, wir wachsen da eher über unsere eigenen Markenshops. Und da haben wir natürlich auch verschiedene Electronics da, Klarstein, Capital Sports, Klarfit, Auna. Und mit denen sind wir da sehr erfolgreich und können dort sozusagen auch die Artikel internationalisieren. Und ich glaube, so die Kombination aus irgendwie, hey, wir haben es schon bewiesen, wir haben die operative Infrastruktur, wir haben die Plattform, wir packen ja eigentlich eure Produkte nur auf unsere Plattform und schon können wir sie rauspushen mit dem richtigen Content, mit den richtigen Bildmaterialien auf alle Plattformen. Und wir haben einen Track Record. Ich glaube, das unterscheidet uns von vielen anderen, die vielleicht auch in anderen Ländern erfolgreich sind, aber in Europa wird das uns so schnell keiner nachmachen. Ja, ich würde das sogar noch ein bisschen pointierter aussagen. Ich meine, der amerikanische Markt ist aus deutschen Gesichts- oder europäischen Gesichtspunkten, was die Optimierung angeht, denke ich mir, also so ist meine Erfahrung, sowohl aus Amazon-Angeboten wie auch aus eBay-Angeboten, die ich gesehen habe, schon auf einem anderen Level. Also sprich, so richtig viel von SEO, von Verkaufspsychologie haben die Amerikaner keine Ahnung. Das heißt, entsprechend ist auch die Erfolgskurve zu bewerten, die Intrasio jetzt nach außen kommuniziert. Sprich, mit ihren Skills wären sie wahrscheinlich nicht in dieser Form hier in Europa erfolgreich. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir haben halt, und ich meine, das muss man auch so sehen, die haben halt eine 100%ige Abhängigkeit zu Amazon. Das ist halt eine ganz andere Baustelle. Insoweit, ich sag mal was anders. Klaut auch da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Als dieser ganze Hype angefangen hat mit diesen ganzen Aufkäuferbuden, sind ganz viele an mich herangetreten und haben gesagt, hey Marc, können wir nicht was zusammen machen? Du hast die Nähe zu den Händlern und. Da habe ich mich mal ein bisschen damit beschäftigt. Und es gibt einen Grund, warum ich hier mit der BBG etwas gemeinsam mache. Das ist meine Bewertung, weil ich sage, okay, die BBG kann es am besten. Warum kann es die BBG am besten? Weil sie eben genau diese Infrastruktur hat, die andere in ihren Pitches noch versprechen. Und ich meine, klar, das vielleicht wissen es nicht viele, aber ich kenne den Peter Schaljaski, also den Gründer von BBG, seit 2008. Wir hatten uns kennengelernt auf einem eBay-Event, ist der John Donahoe eingeführt worden als CEO. Dann machen die CEOs immer so eine Rundreise zu den ganzen Marketplace-Destinations. Und da saßen der Peter und ich an einem Tisch und seitdem haben wir halt Kontakt. Und das heißt, ich weiß halt auch, dass er das kann, was er verspricht. Er hat eben die Logistik, der Christian hat es ja eben recht blumig noch ausgedrückt. Ich kenne auch die Herausforderung, die Peter hatte in der Integration der eigenen Logistik. Das war schon ein Knaller und das hat auch, also das hat Nerven gekostet beim Peter. Das, ne? Ein ähnliches Unternehmen in ähnlicher Größenordnung, wie es auch probiert hatte, ATP Autoteile, ist genau daran gescheitert und sind leider in die Insolvenz gerutscht. Also das, und ich bin mit dem Peter Pöllert auch halt immer noch sehr gut befreundet. Das tut mir auch ohne Ende leid. Was ich damit sagen möchte, ist, im Grunde genommen hat die BBG einen, in meinen Augen, nicht mehr einholbaren Wettbewerbsvorteil. Und da ich im Wesentlichen alles, was ich tue, aus einer Seller-Perspektive heraus tue, das heißt, das, was für die Händler gut ist, kann ich machen. Das, was für die Händler scheiße ist, da lasse ich lieber die Finger von. Und ich meine, die mich länger kennen, wissen auch, dass ich auch das ein oder andere Mal schon einen Partner vor die Tür gesetzt habe und gesagt habe, nee, komme ich nicht drauf klar, lassen wir das mal lieber. Und genau da ist genau der Punkt. Kann der Aufkäufer die Versprechen, die er abgibt, einlösen? Kann er sie nachhaltig einlösen? Und hat er das, was er verspricht? Und das ist ganz ehrlich, ich kenne einen anderen Aufkäufer, der auch selbst Händler ist. Wenn du in sein Büro gehst, wo sie Marken und Produkte entwickeln, da streckt er die Hände aus, da hast du links und hast du rechts die Wand. Bei Peter sitzen 100 Leute. Und das
sind so die kleinen, feinen Unterschiede, die in den Werbeaussagen immer nicht so ganz rauskommen. Aber gehst du mal tatsächlich richtig in ein Unternehmen rein und steckst deine Nase rein, sieht es schon ganz anders aus. Also insoweit würde ich das gar nicht so compliant, nett, freundlich und PC ausdrücken wie du, Christian. Ich habe da eine ganz, ganz andere Blickweise von außen gehabt. Jetzt haben wir aber nochmal eine Nachfrage von Frederik. Ich gebe jetzt auch gar keinen Raum, das jetzt zu relativieren. Frederik, du hast noch eine Frage gestellt. Ja, seht ihr neben Treasio, welche sich auf USA spezialisieren, denn auch Wettbewerber in eurem Markt, die EU? Und wie unterscheidet ihr euch wiederum von denen? Du, ich glaube, die Frage habe ich gerade selbst schon beantwortet. Es gibt einen ganzen Haufen, rund 20, 30, die sich da rumtummeln. Und ich nehme jetzt auch mal ein bisschen die Beantwortung in die Hand, weil ich möchte Christian nicht in die Situation versetzen, dass er jetzt Dinge sagt, die er im Nachhinein bereut und die dann am Ende des Tages, weil das Video, das wird halt auch dauerhaft live sein. Ich habe von den ein oder anderen mir die Pitchfolien angeschaut, die habe ich zugespielt bekommen, wo sie bei Investoren vorsprechen. Ganz ehrlich, da sind mir Nackenhaare hochgegangen. Da versprechen die, ja, wir haben eine riesen Amazon-Kompetenz. Was haben sie? Haben irgendwelche Amazon-Mitarbeiter mit an Bord genommen, die frisch Amazon verlassen haben. Und ich meine, woher soll ein Amazon-Mitarbeiter auf einmal Ahnung haben, wie denn Amazon funktioniert? Das kann mir keiner erzählen. Wenn ihr euch diese ganzen 360-Grad-Betreuer anschaut, wisst ihr wahrscheinlich selbst, ob die Ahnung haben oder nicht. Die Frage könnt ihr euch selbst beantworten. Ja. Und wenn ihr dann wirklich mal in den Mitarbeiterstamm reinschaut, ja, wer hat denn Ahnung von Skalierung? Natürlich ist dann Kai Clement bei einem drin, der mit Kava eine geile Story hingelegt hat. Aber wie geil ist denn die Kava-Story? Ist die Kava-Story 40, 50, 60 Millionen, 100 Mitarbeiter? Nein, es ist sie nicht. Das heißt, woher sollen diese Unternehmen denn dann tatsächlich ihre Experience hernehmen? Dann haben wir jetzt, sind gerade aus dem Dunklen rausgetaucht, Unibrands. Sollte ursprünglich der Geschäftsführer Mike Busch sein, ist er nicht geworden. Also lag an ihm, weil er wirklich privateigene Sachen hätte. Es wäre schön gewesen, wenn er es geworden wäre. Aber Fakt ist, Unibrands hat keinen, der richtig geil ist, der eine coole Experience mitbringt, der skalieren kann. Und damit ist die Frage eigentlich klar. Wer die Earn-Up-Phase richtig vernünftig mit in die Waagschale legt, der sollte sich unbedingt immer seinen Partner anschauen, was er kann. Und ja, 360 Grad. Ja, du lachst schon, genau, Christian. Ja, ja. Der sollte sich das anschauen. Von daher sehe ich, denn das zur Verfügung stehende Kapital ist keine Maßzahl und auch keine Bewertungszahl. Sehe ich BBG in der Tat eigentlich genau. Wettbewerbslos. Entschuldigung. Genau, und was ich vielleicht dazu sagen kann, ist aus wirklich jetzt live. Ne? Also wir haben natürlich, kaufen wir Unternehmen auch von jüngeren Gründern, aber wir kaufen das Unternehmen auch von älteren Gründern. Und wir haben jetzt beispielsweise zwei Unternehmen gekauft von älteren Herrschaften. Und für die ist das ihr Retirement. Das ist deren Rente. Ne? Viele von denen sind selbstständig gewesen, haben nicht in die Rente eingezahlt. Das Geld haben die immer in die Firma gepackt, um zu wachsen. Und das, was jetzt sozusagen ankommt, das ist deren Altersruhestand. Und das, was wir natürlich auch denen geben wollen, das, was sie auch für sich selber hoffen, ist eigentlich irgendwie einen ruhigen Schlaf. Ne? Und die haben zu mir selber gesagt, du Christian, ich habe mir das überlegt, das waren sogar Engländer, die haben gesagt, du, ich habe mir auch die anderen angeguckt, aber ich hatte bei keinem das Gefühl, dass sie wirklich das Geschäft verstehen. Und ein Teil meines Kaufpreises kommt ja beim Mörder. Er sagte, du, eigentlich will ich es ja abgeben, weil ich mich überarbeitet habe, weil ich den Druck nicht mehr aushalte und weil ich jetzt endlich mal in Ruhe schlafen und in Altersruhestand will. Ich will ja nicht in Altersruhestand gehen, meine Firma verkaufen und dann nachts nicht mehr schlafen können, weil ich glaube irgendwie, die packen es nicht, den Earn-Up zu generieren. Und die fahren irgendwie meine Marke irgendwie in Graben und machen sie kaputt. Na, und ich glaube, das sollte man auch nicht unterschätzen. Wir gehen hier, klar, ein junger Gründer verträgt das vielleicht mal, ne? Aber
Aber wir reden hier auch wirklich über Existenzen und wir sehen uns auch in der Verantwortung, dass wir die Marken, die wir übernehmen, dass wir die auch zum Erfolg führen. Und jede zum Erfolg führen. Und jede mit genügend Kapital ausstatten, dass sie genug verkaufen kann. Ne? Das können beispielsweise auch nicht alle. Ne? Also wir kaufen ja die Marken auf, die müssen sich dann entscheiden, welche Produkte übernehme ich dann eigentlich jetzt von der Marke? Behalte ich alle oder schmeiße ich die Hälfte raus? Ja, dann guten Tag, wenn die Hälfte rausgeschmissen wird und du dann noch einen Korridor drin hast für den Earn-Up, wie soll das funktionieren? Ja, also guckt euch das Kleingedruckte wirklich an und das kann sich vielleicht auch mal toll anhören und da kann auch mal so ein enthusiastischer junger Käufer stehen und sagen irgendwie, komm, wird gut, machen wir alles. Aber das, was ihr eigentlich wollt, ist, ihr wollt irgendwie Sicherheit, dass das Kapital kommt und ihr wollt auch euch nicht Sorgen machen, ob es dann kommt. Und ich glaube, das hat auch einen Wert. Absolut. So, der Alex Rades hat Schwierigkeiten, auf dem Handy zu schreiben, aber seine Frage ist angekommen. Ich höre leider immer Handel. Was ist denn mit so einer Wurst wie mir? Alex, du hast ein cooles Unternehmen hingestellt. Produktion und Direktvertrieb in Deutschland. Kann man BBG auch als Wachstumspartner sehen oder kommt immer nur der Komplettverkauf in Frage? Hilf mir mal bitte ganz genau. Was macht der genau? Ich kenne die Firma jetzt nicht. Der Alex Rades hat einen Metallbaubetrieb und stellt hier Gitter her, Geländer her, also alle Dinge, die du im Haus und Hof halt benötigst. Aber er ist halt selbst der Hersteller und verkauft diese dann über eBay, nur halt verschiedene Plattformen unter seiner eigenen Brand. Wenn ich es richtig im Sinn habe, Alex, musst du mich korrigieren, hast du so um die 20, 25 Mitarbeiter. Und er sucht halt so die Frage, im Wesentlichen einen Wachstumspartner, weil er offensichtlich seine Produktion halt nicht verkaufen möchte. Genau, kann ich auch beantworten. Und also das, was wir vielleicht mal so darstellen, das, was wir natürlich hauptsächlich suchen, sind natürlich Amazon-Geschäfte, aber auch Direct-to-Consumer-Geschäfte, also sprich Online-Geschäfte. Wir verstehen aber auch, dass es tolle Marken gibt, die auch noch einen großen B2B-Anteil haben, die dann beispielsweise was an Baumärkte verkaufen oder an Distributeure. Wir sprechen auch mit manchen Leuten, die verkaufen Produkte über Distributeure in Asien, wo das auch für uns eine interessante Konstellation sein kann, wo wir dann mit denen und über deren Infrastruktur sogar vielleicht noch unsere Produkte in die Welt sozusagen tragen können. Also solche Konstellationen im Sinne von Attraktivität der Marke oder des Unternehmens können wir uns das schon vorstellen. Wir sind aber eher so gepolt, dass wir sagen, wir wollen schon die Marke oder das Produkt dann auch eigentlich eher kaufen, als jetzt zu sagen, wir tun uns zusammen und machen was gemeinsam. Und das ist nicht unsere Strategie oder nicht unsere Hauptstrategie, weil wir natürlich selber schon extrem stark wachsen. Wir haben unser Wachstumsziel liegt zwischen 60 und 100, über 100%, teilweise sogar für die nächsten Jahre. Wir haben sehr, sehr ambitionierte Ziele. Und da wollen wir uns sozusagen auch auf, und das reicht dann auch schon, da wollen wir uns auf uns konzentrieren und auf die Marken konzentrieren, die wir akquirieren. Und jetzt parallel Partnerschaften aufzubauen mit irgendwie, wo wir sagen, pass mal auf, wir kriegen eure Produkte, da gibt es eine Kommission, ist nicht Ziel. Das heißt, wir haben eigentlich eher das Interesse, dass wir sagen, wir kaufen euch voll oder wir kaufen die Marke voll und ihr partizipiert weiterhin, aber dann halt über den Earn-Up. Das heißt, nicht mit einer Beteiligung an dem Unternehmen oder an der Marke, die ihr weiterhaltet, sondern mit einer Beteiligung an dem Earn-Up. Und das ist die Struktur, an die wir glauben und die eigentlich auch immer gut funktioniert hat und wo wir auch mit Gründern, die solche Strategien auch hatten, dann eigentlich oft einen Weg gefunden haben, wo wir sagen können, hey, passt für mich. Ich habe das, was ich eigentlich will, weiter partizipieren, habe ich mit Burn-Up geheilt ich kann es aber trotzdem abgeben und irgendwie mich auf neue Sachen konzentrieren. Also danke Kooperation dir. Weniger. Danke dir für die Antwort, Christian. Ja, danke auch an euch alle für die Fragen. Wir sind jetzt mit der Dreiviertelstunde rum. Wir haben nicht alle Fragen beantwortet oder nicht alle Themen bearbeitet, die ich angekündigt hatte. Das ist nicht schlimm. Nächste Woche gibt es die Folge 8.
Ich fände es aber halt auch wichtig, dass wir so 2-3 Themen tatsächlich und auch noch eben diese Wachstumsfalle beziehungsweise die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dass da der Malte mit an Bord ist. Ja, ich hatte an für sich noch angekündigt, dass wir was zu Asset- und Share-Deals sagen, aber das verschieben wir dann mal auf nächste Woche, weil ich glaube, das ist jetzt, wenn wir jetzt mit Asset- und Share-Deals anfangen, beziehungsweise die Frage beantworten wollen, wie viel bleibt tatsächlich nach dem Verkauf hängen, das ist schon ein sehr mächtiges Thema. Das machen wir dann lieber mal nächste Woche. Ja, ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen, Zuhören. Es tut mir unendlich leid, dass der Malte nicht dabei war. Nächste Woche wird er sicher dabei sein. Christian, ja, Alex, danke, dass du gefragt hast. Christian, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir, ich weiß, dass du heute einen sehr, sehr anstrengenden Tag hattest, dass du dir trotz alledem noch die Zeit genommen hast. Und wir hatten eigentlich vereinbart, dass ich dich ein bisschen in Ruhe lasse, was die Fragen angeht, und der Malte ein bisschen härter angenommen wird. Das ist dann ein bisschen schiefgegangen heute. Insoweit nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du noch die Kraft hattest, ne? Klar, immer gerne. Also ich freue mich auch drauf und wie gesagt, überlegt euch eure Fragen auch schon gerne vorher, dann haben wir ein bisschen mehr Futter fürs nächste Mal. Und genau, also wir finden das immer spannend, wir sind gerne hier und genau, stehen für eure Fragen zur Verfügung. Ja, dann danke ich allen und ich hau jetzt das Video aus. Danke euch.